Moin, wir sind hier bei Alphacore auf dem Stand und hier gibt es ein paar neue, coole Produkte, beziehungsweise teilweise neu und teilweise wurden sie schon vorgestellt. Ein paar, die haben wahrscheinlich noch nicht viele von euch in Person gesehen, denn diese Radiatoren zum Beispiel, das sind Serverradiatoren für einen U-Server, das heißt eine Höheneinheit und die sind 40 mm dick, das heißt, beziehungsweise 40 mm hoch für 40 mm Lüfter. Und eben 60 mm dick, das heißt breiter als hoch, was ziemlich lustig aussieht. Ja, das ist meiner Meinung nach ganz cool, denn so kann man zum Beispiel auch einen sehr, sehr, sehr kleinen Mini-ITX-Rechner mit Wasser kühlen, beziehungsweise sich auch mal selber ein Gehäuse basteln. Wer auf sowas Lust hat, der kann dann sicher mit sowas auf jeden Fall was anfangen, obwohl es eigentlich nur für Server ausgelegt ist. Natürlich kann man es auch für normale Anwendungen nehmen. Wir sehen auch in diesem Serverwerk schon einen Loop aufgebaut mit so einem Radiator mit insgesamt 7 Lüftern, das heißt 7 x 40 mm. Man könnte ja davor noch einen zweiten bauen, dann könnte man die Kühlleistung noch ein bisschen steigern. Wir haben hier 2 Ausgleichsbehälter mit Pumpen und 2 CPU-Kühler. Das heißt, man kriegt mit so einem Radiator natürlich auch ein bisschen was weggekühlt. Klar darf man jetzt die Kühlleistung nicht allzu groß einschätzen, denn es sind wie gesagt nur 40 mm Lüfter und das ist eben, ja, das ist eben alles. Mehr geht da nicht in den Racks mit nur einer Höheneinheit. Ein Stück weiter hinten haben wir einen Server mit 3 Höheneinheiten, da geht schon etwas mehr. Da haben wir jetzt zum Beispiel 80 mm Lüfter bzw. Radiatoren drin und da haben wir dann 4x bzw. insgesamt 5x 80 mm drin. Da kann man dann auch mal eine schnellere Grafikkarte mit kühlen. Natürlich wird für die meisten von euch Racks nicht so interessant sein. Allerdings ist das eigentlich ganz cool, mal zu sehen, was denn so möglich ist, beziehungsweise wie sowas auch wassergekühlt werden können. Denn ich gehe davon aus, wenn man an Server-Racks denkt, dann denken die meisten auch an luftgekühlte Server. Und das ist eben meistens der Fall. Aber hier mit AlphaCool kann man das eben auch mit Wasserkühlung lösen. Neben neuen Radiatoren gibt es natürlich auch neue Wasserkühler und wir haben hier schon welche verbaut. Das sind nämlich die neuen Iceblock und zwar jetzt mit RGB-Beleuchtung. Die Technik an sich ist die gleiche, allerdings werden jetzt RGB-LEDs integriert, die man natürlich über das Mainboard bzw. über Software oder andere Controller steuern kann, was durchaus sinnvoll ist. Und man kann das Ganze in seinen Rechner schön integrieren. Wir haben natürlich auch die Grafikkarte mit RGB-LEDs und wir haben natürlich auch die neuen RGB-Lüfter von AlphaCool, die Eiszyklon. Ist ein interessanter Name für ein AlphaCool-Produkt, denn normalerweise sind die ja eher so auf Eisdecke, auf normale Namen. Allerdings bei RGB hat man sich anscheinend dafür entschieden, das Ganze mal ein bisschen exotischer zu gestalten. Ja, der RGB-Trend hat auch bei AlphaCool völlig zugeschlagen. Wir haben ja mal die neuen Produkte aufgereiht. Ganz oben zum Beispiel die Eiskugel, das dürfte für viele von euch auch ein neues Produkt sein. Das ist quasi ein Ausgleichsbehälter in Kugelform. Der wird zwar nicht in viele Gehäuse reinpassen, ist allerdings sehr stylisch, wie ich finde. Außerdem noch den Eisbecher mit der Eisdecke in Plexiglas. Sieht schön aus, allerdings hat man da oft das Problem, dass beim Plexi passieren kann, dass das bricht, beziehungsweise dass es, wenn man die Anschlüsse zu fest reinschraubt, dass es brüchig wird. Deswegen ist er nicht so mein Favorit. Was ich allerdings auch cool finde, ist das AlphaCool Mini-Reservoir, denn in vielen Rechnern hat man nur wenig Platz, um einen Ausgleichsbehälter zu verstauen und da passt das wirklich super und wenn man da eine DCLT oder sowas reinpackt, die ist zwar dann nicht so leise, allerdings hat man da immer noch die Möglichkeit, seinen Rechner Wasser zu kühlen und trotzdem noch einen kleinen Mini-System zu bekommen. Ganz unten haben wir auch noch was Interessantes, das ist die IceWolf All-in-One Wasserkühlung von AlphaCool. Die kennen ja auch viele bereits. Die ist erweiterbar mit Grafikkarten zum Beispiel. Hier haben wir auch schon einen Wasserkühler für eine Grafikkarte. Ist jetzt mit RGB-Beleuchtung auch addressable. Das heißt, ihr könnt die in Regenbogen oder in verschiedene Farben einstellen, in Farbverläufen und so weiter. Das ist wirklich cool. Und ja, ansonsten gibt es hier nicht wirklich weitere Änderungen. IceWolf, wie gesagt, kennt man ja bereits. So, als nächstes haben wir noch Phobia All-in-One Wasserkühlung. Die sind ebenfalls neu und wir wissen ja, Phobia ist immer relativ günstig. Deswegen haben wir ja auch Preise von 50 bis hoch zu 100 Euro. Das Ganze fängt an mit der 120er Wasserkühlung bzw. 120er All-in-One über die 240er, 280er, 360er und 420er. Das Ganze ist relativ gut, da man natürlich eine 420er in dem Preisbereich eigentlich nirgends findet. Und dadurch ist auch eine relativ gute Performance gegeben, zumindest sollte das der Fall sein. Das heißt, auch High-End-CPUs können mit einer relativ günstigen Variante dieser All-in-One gekühlt werden, was auch wirklich von Vorteil ist.
Ein weiteres Feature, das wir auf jeden Fall hier haben, ist RGB, denn wir haben hier ARGB-Lüfter, sowie im Pumpenblock mehrere LEDs, die einzeln angesteuert werden können. Das heißt, alles mit Farbverläufen einstellbar. Der Pumpenboden ist hier aus Kupfer gefertigt, der Radiator ist aus Alu. Das würden zwar manche sagen, das könnte zum Problem werden, allerdings bin ich der Meinung, dass es im Normalfall bei All-in-Ones kein Problem ist, denn bei Marken wie Corsair oder sowas sieht man das Problem ja auch nicht, denn die nutzen ja auch Alu-Radiatoren bzw. Kupferblöcke. Also da ist es im Normalfall kein Problem und die Lebensdauer von so einer All-in-One ist im meisten Fall doch recht gut. Ähnlich wie bei den Alpha-Cool-Produkten ist hier bei Phobia die Pumpe eher auf Silent getrimmt bzw. relativ leise soll sie sein. Ob das stimmt bzw. inwiefern das stimmt, das werden wir natürlich im Test rausfinden. Die Lüfter sind hier ebenfalls nicht ganz so krass hoch, was die Drehzahl angeht. Also sie sind ein bisschen niedriger als bei den meisten anderen All-in-Ones, wo man teilweise wirklich 2.500 Umdrehungen Schreihälse hat als Lüfter. Das ist auch relativ gut. Natürlich kann man hier nicht die höchste Qualität wie so Noctua-Lüfter erwarten. Das ist aber, denke ich mal, klar bei dem Preis. Und ich denke mal, die sollten für einen normalen Anwender auch mehr als ausreichen. Als nächstes haben wir noch ein bisschen was Ungewöhnliches von AlphaCool, beziehungsweise nicht von AlphaCool direkt. Das sind RAM-Riegel, beziehungsweise eben das Besondere daran sind die Heatspreader. Wir haben hier verschiedene Designs, sowohl mit RGB-Beleuchtung als auch wieder ARGB. Das heißt Addressable, das heißt ihr könnt Farbreihenfolgen oder Farbverläufe einstellen und so weiter. Außerdem haben wir Special Editions mit einem Hyperbeast-Design. Das heißt ähnlich zu dem NZXT H440 Hyperbeast. Wenn ihr so eins habt zum Beispiel, könnt ihr diese RAM-Riegel kaufen und wenn ihr denn noch welche kriegt. Und das passt dann quasi perfekt zum Gehäuse. Und ich persönlich finde das Design auch wirklich ansprechend. Mag nicht jedem gefallen, wenn es vielleicht ein bisschen zu extrem ist. Wer es etwas schlichter mag, der hat hier nur in normal Silber und Schwarz. Beziehungsweise weiter unten auch in Gold. Wer vielleicht einen Titan RTX hat für schlappe 3000 Euro, der kann sich so einen RAM auch kaufen. Und passend dann dazu. Bei dem RAM selbst gibt es verschiedene SKUs von 3600 MHz bis 4500 MHz. Das heißt, die sind übertaktet. Und wie gesagt, 4500 MHz, das ist wirklich, wirklich viel. Und im Moment aktuell nur für Intel-CPUs zu empfehlen. Was Ryzen 3000 da bringt, das werden wir noch sehen, was da denn möglich ist. Außerdem gibt es noch eine M.2 SSD mit leider noch PC Express 3.0, allerdings X4, das heißt auch schon auf jeden Fall schnell genug. Und zu PC Express 4.0 wird man vermutlich keinen Unterschied spüren, sondern nur in Benchmarks einen sehen. Aber die gibt es auch wieder in denselben Designs, das heißt Hyperbeast oder eben in schlichten Schwarz.